Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streaming-Session heute Abend. Endlich war ich drin. Ich konnte den ganzen Nachmittag und Abend nicht einloggen, weil die Rockstar-Server oder Steam-Server irgendwie überlastet waren. Stand immer wieder beim Spielstart. Ja, ich wurde abgemeldet. Konnte ich nicht reingehen. Ich weiß auch nicht, haben es viele Probleme, weil momentan nicht viele hier online sind. Haben viele noch Probleme. Aber ich habe es jetzt endlich geschafft und jetzt können wir mal anderswertig fischen, nämlich mit einem Jetski und mit einem Fischernetzen. Muss aber, ja, schauen, dass ich da die Fischernetze noch aus dem Auto nehme. Das ist nämlich hier hinten, also es gibt, glaube ich, noch andere Stellen mit Jetskis. Drei, glaube ich, insgesamt. Und wir nehmen einfach mal diese Stelle. Aber der Fisch ist hier, glaube ich, bei 6 und bei der anderen Angelstelle im Alomanussee ist es, glaube ich, 8 momentan Euro oder Dollar. Mal schauen. So. Mal kurz schauen wegen dem Sound. Ich habe kein Ding. Gut schauen. Was haben wir denn mit Lautstärke? Aber eigentlich sollte ich den Sound schon noch ein bisschen höher drehen jetzt wieder. Weil das Headset hat sich wieder. Ja, das kann ich leider nicht. Sollte eigentlich nicht zu laut sein. Sonst Feedback geben will. Ja, ich höre gar nichts. Obwohl jetzt wieder richtig angestellt ist, der Sound. Ist es doch in dem Spiel jetzt nicht so richtig. Ah ja, Das habe ich doch vorher gerade gesagt, ich muss im Auto schauen wegen den Fischernetzen. Was mache ich? Ich gehe weg. So. Fische, Angel und so mal rein. Die brauche ich ja hier nicht. Fischernetze raus. Ich habe ein bisschen Geld verdient noch am Morgen mit der Farm. Aber es ist sehr ultra langweilig und deshalb. Ja, tue ich da nicht so viel machen pro Tag. Eine Holzkiste. Ja, der Rest kann eigentlich draußen bleiben. So. Heute schaue ich, dass ich ein bisschen interessantere für euch mache, Jobs und so. Einfach mal hier kurz testen, wie Jetski ist. Und dafür müssen wir scheinbar solche Punkte abfahren. Was hat er gesagt? Einmal ringsum ist optimal. Und einmal. Also ich gehe jetzt zuerst einmal hier hin. Wir haben nämlich 9 Stellen. Und die 9 werde ich mal an den bauen. Schauen, wie lange wir brauchen. Ob jetzt 9 reichen oder wir halt ein bisschen länger warten müssen oder kürzer, ein bisschen Zeitprobleme haben. Keine Ahnung. Wir müssen hier sein und dann ich schon jetzt benutzen schon. Okay, es geht einige Zeit. Okay, 10 Sekunden oder so. Ich glaube, gegen Süden ist es am effizientesten, weil die am nächsten zusammen sind. Sonst weiß ich gerade noch nicht so viel. Ja, wenn ihr irgendwie Tipps oder so habt oder Infos über die Jobs oder so, dann wäre ich natürlich schon gerne einer, der die Tipps gerne haben will. Weil manche Jobs, da muss man viel denken, zum Beispiel bei der Farm. Habe jetzt mir so gedacht, ich warte eben so 30 Minuten, nachdem ich alles angepflanzt habe und tue sie dann gleichzeitig ernten und wieder anpflanzen. Und dann reicht es wieder 30 Minuten in den Bus zu fahren und sonst irgendwas fischen. Und das mache ich immer abwechselnd, das immer farmen, dann fischen, dann farmen, dann Bus fahren, dann farmen und so weiter. Das ist eigentlich optimal. Das ist so ganz weit abends. So. Okay.
Ja, das muss ich mir irgendwie merken, dass die so weit draußen sind. Na gut. Aber so, ja, das Jetski mit diesen Wellen ist fast unkontrollierbar. Nicht beschädigen. So. Gut. Guten Abend. Wir tun jetzt gerade hier Fischen mit den Fischernetzen. Wir haben 9 Stück. Und dann schauen wir mal, ob wir schon Zeit haben. Also wieder einholen können dann, wenn wir zurückfahren. Aber, jetzt können wir das auf die Steuerung gehen. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das viel bringt. Also der Ghost Bande hat gesagt, es bringt sehr viel ein. Mal schauen. Ich konnte heute nicht so viel auf IOV sein, weil die Rockstar-Server oder Steam-Server mega gelastet waren. Ich immer wieder ausgelockt wurde, durch das Spiel gecrashed ist, nicht mehr reagiert hat und so. Und deshalb konnte ich jetzt erst streamen. Nein, aber wenn ich nicht reinkomme, kann ich ja nicht streamen. Und ich hatte noch viel mit dem Minecraft-Server zu tun, Modpack sozusagen erst. Aber das geht am Wochenende dann besser. Eventuell auch ein bisschen mehr Zeit. Da ist er. Mal schauen, ob 9 Stücke reichen. Ob ich dann Probleme habe, weil alles kaputt ist. Und wahrscheinlich die Fische dann weg sind. Stopp mal. So. Ja. Ich denke, am Wochenende bekomme ich, also wenn ich dann Minecraft streame, wieder ein bisschen mehr Zuschauer über. Ich habe so das Gefühl, ja, das erste Mal ging gut und jetzt haben die Leute nicht so viel Interesse, weil sie ein bisschen wissen, dass der UV-Server halt auch recht langatmig und ja, langweilig ist und so. Deshalb habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich viel mehr Rollenspiel machen werde. Aber wenn nicht viel los ist auf dem Server, habe ich ja das Gefühl, jetzt so viel Rundspiel machen. Und einfach die Einführung, was ich alles geredet habe, was ich erklärt habe, mache ich einfach so jetzt und dann Rundspiel. Weil ich muss ja meinen Namen auch noch ändern, da ist ja immer noch XX Shadow. Und ich habe einen guten Namen, der euch gefallen wird, der nichts mit Drago Bastard zu tun hat, ganz anders ist. Und eventuell werde ich direkt Cop, aber die haben momentan echt viel zu viele. Die Cops sind momentan mega aktiv. Ja, zu aktiv schon fast für mich, weil ich immer wieder unter Autofahrzeugkontrollen komme. Die sind immer auf der Autobahn bei der Farm und das nervt halt immer die ganze Zeit sich zu erklären, ja, man hat nichts dabei, Auto wird geprüft und so. Ist echt langweilig gestern Abend gewesen, weil dann noch ein Hotfix kam. Und ich dann nicht mehr, also schon längere Zeit nicht spielen konnte auch. Und dann viel zu viele Leute und dann hat es ganz viele Kontrollen gegeben. Ja, das machen sie gerne nach einem neuen Patch oder im Hotfix. Stirbt am Ende, startet mit 12.000. Guter Name. Und heute habe ich das Minecraft-Modpack echt noch mit ganz coolen Modpacks. Danke Mega Coolman für die Mod-Ideen, also was für Mods, was also Vorschläge. Die sind mega geil, die Mods. Und also mit Ambient, mit Sound und mit Himmel, Tag-Nacht-Rhythmus. Jahreszeit werde ich vielleicht auch noch reintun bis Sonntag. Mal schauen. Dann starte ich mal den Server. Ich finde die Jahreszeiten nicht so interessant. Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, man braucht es nicht. Es ist halt dann immer wieder regnerisch oder immer wieder Schnee da. Und das wollen nicht so viele Leute. Ja, glaube ich, der Frühling ist sehr regnerisch. Der Sommer ist sehr stürmisch. Und der Winter ist sehr schneebehaftet. Und das ist jetzt nicht unbedingt so mein Geschmack. Lieber einen anderen Mod, wenn es den gäbe. Aber es gibt, glaube ich, nur einen Season-Mod.
Deshalb lassen wir den mal noch draußen. Der ist, glaube ich, nur optisch interessant und deshalb können wir den noch draußen lassen. Beschwerde äußern. Muss sich beschwert oder muss er sich äußern? Ich glaube erst eher erstes. Ja gut, die haben ein bisschen wenig Geduld, wenn wir mit diesen Aktionen mal ein bisschen warten. Weniger Werbung machen, weniger die ganze Zeit schreiben. Dann wird es vielleicht ein bisschen besser sein. Also wir haben jetzt, geht nicht. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 und noch 3, 9, ja. Dann gehen wir noch bis zum Hafen. Und ein Fischnetz muss ich nicht. Zu weit weg ist dann, oder? Das sieht es noch nicht. Oh Gott, ich nehme nicht. Ja, es ist schon ein bisschen zu weit weg. Ja, dann werde ich das am besten so machen. Knirpser. Der Knirpser. Was ist denn das denn da? Die Knirpser werden geknirpst. Ein bisschen zu langsam, aber nicht so lange wie Farm. Also beim Farm jedes Crop 5 Sekunden ist schon. Hier kann man noch ein bisschen fahren. So, bin ich wieder da. Ich bin wieder da. Ja. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen nachgeschaut, wirklich auf einen extremen Rollenspielserver zu gehen. Aber Rage MP war ja da nicht so für mich geeignet. PvMP oder sonst irgendwie einen, der aber auch nicht gerade so mega Rollenspiel ist. Irgend so etwas hätte ich gerne. Aber das ist halt einfach so ein richtiges Rollenspiel, also mit Regeln und alles Mögliche, mit Eingrenzungen, ist für mich nicht so gut. Ich fühle mich dann immer wieder so ein bisschen, gelangweilt in dem, einfach viel machen und so weiter. Das ist für mich nicht so, eher schnellere Sachen und weniger machen. Okay. Erst beim 5%. Geht wahrscheinlich nicht so schnell. Der Ghost hat mir gesagt,
dass es relativ schnell geht. Aber ich habe ja auch zu wenig Fische jetzt. Ich könnte noch kaufen, klar. Aber einfach mal so zum Testen habe ich jetzt mal den neuen angezahlt. Und scheinbar ist es relativ 0%. Das ist natürlich nicht so toll. Nein. Wir gehen jetzt mal zum Start und schauen, wie viel Prozent das ist. So bis bei 90%, 95% die einholen. Das ist natürlich zu lange wahrscheinlich. Dass es noch bei 0% ist. Zum nächsten gehen. Wieso ist in GTA so viel weniger? So langweilig jetzt um die Wellen zu hüpfen. Okay, schon interessant. Ich finde es besser, wenn jetzt nicht immer so mega Wellengang ist. Wenn es realistisch ist, dass so viel Wellengang ist. Aber ja, da muss ja nicht immer so stürmisch sein. Das ist ja schön Wetter. Ich weiß nicht, ich kenne den Shop echt noch nicht. Nie gemacht. Kann doch nicht sein, dass es nur 0% bleibt. Aber ich weiß nicht. Jetzt geht es mehrere Tage. Ja, aber ein paar Tipps wären gut. Nicht nur stehen, ja, was ist es? Jeder weiß, was ein Fischernetz ist. Das zu erklären. Irgendwas mache ich falsch. Und drücken kann ich ja nicht. Kann ich das aktiviert? Fragezeichen. Also wenn es für euch okay ist, mache ich dann einfach das normale Fischen noch. Oder Lastwagen fahren mal wieder. Ich bekomme keine Nachrichten von den Chefs. Einfach mega inaktiv momentan in den Berufen, deshalb kann ich nirgends jetzt irgendwo weit werden. Da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Geduld. Und eventuell muss ich halt auch wieder ein bisschen länger auf dem Server bleiben, damit ich überhaupt angenommen werde, weil die haben ja auch eine Testzeit und so. Deshalb geht es wahrscheinlich noch nicht. Sonst muss ich halt einfach weniger UV machen und dafür einfach jeden Tag online sein und so weiter. Dann einfach so richtig losgehen kann in einem Server, ja. Der Server ist halt sehr langsam. Es ist nicht mehr so Ding, so die ganze Zeit zu grinden. Oder Bewerbungen zu schreiben oder so. Das ist nicht so mein Ding. Das Spiel soll mehr automatisch ablaufen oder so. Und dafür einfach härtere Strafen. Wenn die Spieler nicht bestraft werden, nur gekickt werden, wenn sie cheaten und so Sachen. Dann sind sie selber schuld, dass es so viele Cheater gibt. Aber pro Tag sind Sicherungen für 100 Kicks und Kanbans. Das ist halt schlecht. Ich möchte jetzt da auch nicht unbedingt so lange auf dem Server bleiben, wenn es so schlecht läuft. Dann werde ich natürlich ständig kontrolliert und dann macht es mir auch wieder weniger Spaß. Und eben das Grinden die ganze Zeit macht es weniger Spaß. Habe so das Gefühl, ich werde einfach dann einfach Minecraft und Action-Rollenspiele machen. Und der Rest vom Shop, von den anderen Shows ist mir halt einfach zu langweilig. Ja, ich habe zu wenig Zeit für andere Shows. Also Action Adventure wie GTA Online, GTA 5. Das
ist wahrscheinlich einfach nicht so mein Ding zu streamen. Weil ich schon echt schnell gelangweilt werde, wenn ich so verwöhnt bin. Würde ich ja gerne wirklich wieder weniger verwöhnt sein, aber ich mache so viel Sport pro Tag, bin so müde, dann bin ich immer so ein bisschen, ja, fraglich beim Spaß bekommen. Ich habe den Spaß im Training und bin dann einfach kaputt am Abend. Richtig kaputt, also mein Gehirn einfach nur noch schmerzt, überlastet ist und so. Also weil ich das Gefühl habe, ich muss weichere Spiele, also leichtere Spiele spielen. Spiele, die mir zwar schon etwas abverlangen, also Schwierigkeitsgrad hoch ist, aber nicht so mega intensiv. Also es geht irgendwie nicht. Was muss ich denn drücken? Das ist so schwer. Unglaublich, ja. Was muss ich denn drücken? Ich will nicht immer irgendwo lesen müssen, wie es geht. Ja. Ich möchte einfach Jobs. Fischerei. Spaßfaktor 1 bis 6. Rot. Milchjob ist am meisten Spaß. Auf Fische ist am zweitbesten. Ja, und sonst ist nichts. Ich will doch wissen, wie es geht. Das aber Fischen mit dem Boot. Ich weiß nicht, wie das geht. Wieso steht nirgends, wie es geht? Muss ich jetzt echt das Video schauen? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen überfordert mit diesem Server, weil der gar keine Erklärungen hat. Nur blöde Tutorials wie die hier rechts. Bin ich einfach ein bisschen überfordert gerade. Ah, hallo, Öle Twitch. Okay. Werde zwar entspannt, aber erst 4 Uhr wegen einem Fehler. Okay. Schade, dass du wieder weg bist scheinbar. Ich hätte gerne noch mit dir geredet, weil ich habe es gelesen, dass du gebannt wurdest. Und deshalb möchte ich da schon natürlich... Eigentlich hast du ja nichts falsch gemacht. Ja, es ist doof. Ist echt doof. Aber ja, ich bekomme ja bald, also ich kann ja bald den zweiten Bildschirm kaufen und dann kann ich natürlich sofort antworten. So, jetzt müssen wir dorthin, wo. Ach, vielleicht müssen wir besser an. Und wieder Geld verdient. Sehr schön. Ja, was wollen wir machen? Ich möchte gern eigentlich Bus fahren. Bus war. Mal hinfahren. Ja, ich verlasse es einfach. Ich weiß jetzt nicht, was eingeben. Also irgendwie geht das mit dem Fisch nicht. Ich muss irgendwas drücken. Und das Auto ist wieder am Herumwackeln. Das sollte eigentlich auch nicht sein, liebes Server-Team. Es gibt halt immer Probleme hier auf dem Server. Der Server ist irgendwie immer noch in einer Pre-Alpha oder so. Viele Plugins wirken, ja, arbeiten nicht so richtig. Ich habe so das Gefühl, dass ich halt einfach den Server wieder verlassen muss. Weil es klappt einfach gar nichts, oder? Das ist für mich kein Ding, jetzt die ganze Zeit irgendwie nachfragen zu müssen und so. Ich habe ja schon coole Kollegen gefunden hier. Aber die können mir auch nicht helfen, die helfen mir auch nicht so viel. Und ich weiß nicht, wenn sie online sind und so. Keine Ahnung, aber mir macht das Spiel so grindy keinen Spaß. Wenn so wenig Rollenspiel machen und so viel einfach nerven, dann macht es mir leider nicht so viel Spaß. Also ich habe so das Gefühl, dass ich halt einfach sagen muss, ja, ich mache gerne weiter, wenn das ein bisschen
weg ist und ich einfach bekannter bin bei Twitch und so. Bisschen, ja, dass ich einfach motivierter bin, dann mache ich gerne, denke ich mal, weiter. Aber ich schaue mal, dass ich einfach jetzt täglich immer wieder kurz drin bin. Und dann weitermache, wenn ich auch ein bisschen beliebter bin auf Twitch, weil ich habe ja sehr lange Pause gemacht. Kennen halt nicht so viele bei Twitch. Bei YouTube hätte ich wahrscheinlich mehr Aufrufe momentan, aber da will ich ja wegen den Bugs und der schlechten Performance nicht mehr streamen. Bis sie das endlich mal wieder gefixt haben. Mit dem ja online gehen und einstellen und so. Hätte ich einfach auf YouTube nicht mehr streamen. Kann ich halt nicht gut streamen. Und deshalb möchte ich es ja auch nicht. Ich denke, auf Twitch ist man halt einfach ein bisschen besser eingestellt. Ich könnte auch zu einem anderen Programm, aber solange ich die nicht kenne, wechsle ich auch nicht zu solchen Streaming-Kanälen, also Webseiten, die ich nicht kenne. Da müsst ihr dann ein bisschen etwas empfehlen. Ich bin nicht so ein Mensch, der immer Unbekanntes sucht oder benutzt. Ich bin lieber so ein bisschen da unterwegs, was ich eigentlich gerne finde von mir selber aus und nicht von anderen Menschen. Also schon Empfehlungen, aber jetzt nicht gerade, ich gehe jetzt da auf Dingsbooks. Also ich kann jetzt die auch nicht sagen, die anderen Webseiten. Weil ich ja kaum News lese, so andere Streamer oder so. Ja. Jetzt ist mir einfach momentan recht langweilig bei WoW. Ich könnte Minecraft machen. Streamen oder Last Epoch wieder. Okay, jetzt steht, ich muss wieder 10 Minuten verlängern, aber das mache ich einfach nicht und dann ist es weg. Hoffentlich. Gut, da gibt es ein paar Kontrollen scheinbar. Gut, das ist nicht bei unserer Bahn ist. Ich habe jetzt nicht schon wieder Lust, in eine Kontrolle zu gelangen. Das ist einfach, das geht immer so lange, weil die Polizisten recht langsam reden und ja. Ich habe ja sowieso nie Illegales dabei und deshalb, ja, zwei cheaten wieder, klar. Ja, also wie kam jemand zu grinden? Also der Service hat wirklich nicht so gut besucht. Und die meisten gehen dann immer wieder schnell. Ja, die müssen unbedingt ein bisschen patchen, ein bisschen Neuerungen bringen, endlich mal. Nicht nur so ein paar kleine Anpassungen. Ja, hier ist keine Ampel. Also die Ampel habe ich nicht gesehen. Ich war schneller. Gut, muss ich ja keinen Kurve machen. Ich finde es immer lustig, dass die Autofahrer immer nicht so reagieren, so schnell und so weiter. Weil sie dann, ja, einfach wieder zurückfahren müssen und so. Und sie nicht schauen. Habt ihr auch gesehen, dass ich dort einbiege und dann sofort. Ja, bitte nicht so blöde fahren. Oh, es ist rot. Schnell auf rot. Ja, ich habe jetzt auch wirklich mich ein bisschen gewöhnt an den Straßenverkehr mit Ampel und mit richtigen Straßenseiten und so. Seit dem, ja, Falschfahren sozusagen. Hey, eigentlich ist grün bei mir. Eigentlich dürfte ich jetzt rechts abbiegen. Aber ich verstehe nicht, wieso dort eine Ampel ist. Ja, eigentlich schon. Weil, ja, ich muss die Ampel dort nutzen, weil ich die sehe. Das ist so nervig in GTA Online, dass man einfach leider nicht so die Ampeln sieht meistens. Also bei vielen Kreuzungen sind die Ampeln ein bisschen verschoben, falsch gedesignt worden. Muss das sein? Immer rot in dieser Stadt.
Gibt es nicht in Deutschland eine Stadt, wo immer rot ist? Irgendwie so scheinbar, ja, dass man vorwärts kommt. Ich glaube, Berlin oder München ist es. Und das ist gefühlt Los Santos auch. Und endlich habe ich wieder die offene, also der offene Bus. Ja, es ist wirklich so, immer rot. Mann. Ich habe das Gefühl, ich mache jetzt einfach den Job und ohne Rot. Wohin sind sowieso nicht hier. Aber es ist so langweilig. Ich habe den ganzen Morgen, also nein, nicht den ganzen Morgen, also eine Runde habe ich gemacht, aber am Morgen mich so aufgeregt, dass ich einfach jetzt gerade keine Lust habe, Rot. Weil, ja, wenn niemand da ist, muss man auch nicht bei Rot halten, weil, ja, man macht ja gar nichts. Wenn kein Verkehr ist, macht man ja nichts. Man richtet kein Chaos an. Deshalb ist es völlig unnötig. Also ich mache es jetzt einfach, sollen die mich bestrafen, ich habe genug Geld. Und, ja, Straßenverkehrsordnung kann ich auch ganz viel haben. Ordnungspunkte. Die gehen relativ schnell wieder weg. Nee, es ist wirklich so, dass die Bullen eigentlich nur noch auf den Straßenverkehr schauen und nichts mehr anders machen, als nur zu nerven. Und ja, die Bullen sind eigentlich das Hauptstörmittel in Ubi. Dass ich wirklich so denke, nee, ich muss nicht. Also, ich habe jetzt wirklich wegen Ghostfunder wieder angefangen, Ubi zu zocken und der ist jetzt auch momentan nicht motiviert und hat heute, glaube ich, nie gespielt. Und deshalb bin ich jetzt auch leider wieder sehr demotiviert, das zu spielen. Es ist ja schon cool. Es ist wirklich ein toller Server eigentlich, aber wenn halt so viel schlecht läuft, dann habe ich einfach keine Lust. Es muss einfach viel besser laufen. Vor allem die Ganks müssen auch mal weg. Die Ganks einfach auf eine andere Insel und dann haben wir ein bisschen mehr Frieden auf dieser Insel. Also dass wir. Ja, da muss halt ein bisschen gedesignt werden, aber wie. Das machen sie ein paar Pfosten irgendwo hin und sonst machen sie eigentlich am World Editor nichts. Und ja, da meine ich einfach, ja, wenn die nicht die Map verbessern und so, dann haben sie halt einen Salat, dass viele Cops immer wieder kontrollieren und viele bei den Cops sind. Dann stört es den Spielern und ja, es sind viele in der Gang. Die Gangs sind ja so überladen, vor allem die rote Gang in meiner Siedlung. Und ja, die fahren so wild herum, dass ich eigentlich kaum aus meinem Haus traue. Also, die fahren so schlecht bei mir durch, mit höchster Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur, mit Ruckelanfällen und so, dass ich einfach keine Lust mehr habe, dort zu wohnen. Dass ich jetzt irgendwo anders hinziehen, wenn ich noch auf dem Server so richtig spielen will. Aber das ist jetzt auch mal noch so ein mega Störfaktor. Und dass viele Spiele einfach immer links fahren. Wieso? Das ist nicht England, das ist USA. Also fahrt gefälligst rechts. Der vordere Bus, also der hintere Bus, der ist ja links gefahren. Aus irgendwelchen kuriosen Gründen. Und da denke ich immer so, nee, ich will nicht den ersten Unfall machen mit jemandem. Ich habe damals genug Unfälle gemacht, weil ich einfach nicht so geachtet habe. Weil ich ja auch selber da Bulle war. Und bei der Yakuza, da muss man auch nicht so schauen, weil man ja genug verdient. Zuerst war ich ja bei den Groove Street Members. Nee, ich war nicht bei den Groove Street Members. Ich war kurz davor, oh nein, ich war bei den Groove Street Members, aber nur 2 Tage, genau. Irgendwie so etwas. Und dann war ich ja bei Yakuza, aber die haben mich dann nicht mehr so, ja, mit mir etwas gemacht. Dann bin ich da draus, wurde Bulle. Und ja, dann habe ich 2 Monate später dann eigentlich den Server ganz verlassen, leider. Und war ja nicht weit. Also ich habe ja nicht mehr so viel gemacht nach dem Livestream-Ende, weil ich ja umgezogen bin, habe ich ja
Livestream im Ende gemacht, weil ja, anfangs ging hier das Internet nicht gut und meine Hardware war ja kaputt. Also die Maus, die Tastatur, die Festplatte, alles war eigentlich kaputt. Bildschirm 2 gingen kaputt. Einfach wegen dem Hitzesommer 2018. Einfach weil es zu heiß war für den Gummi und also für den Kleber. Es schmolz alles. Auch weil mein Zimmer so extrem heiß war im Sommer. 2018, 2019 ging es eigentlich mit der Hitze. Es wurde nichts beschädigt, aber ich wurde beschädigt. Kam immer so ein mega Sauna-Feeling. Immer in einer Sauna zu leben zu müssen, ist was scheiße. Und deshalb ziehe ich ja jetzt auch wieder aus. Und das jetzt diesmal nicht im Hochsommer, sondern hoffentlich im März oder April dann. Und dann kann ich ja mir dann wieder eine neue PC kaufen. Ich habe das Geld mittlerweile wieder ein bisschen. Aber trotzdem bin ich in Armut, weil ich ja eben das Geld auch ausgeben muss für diese Sachen. Also das zumindest das, was ich brauche, gefestigt habe, aber relativ wenig Hobby-Sachen machen kann, weil ich ja auch Hardware kaufen muss. Und dann kann ich auch mehr Spiele oder so spaßige Sachen kaufen. Aber bis es soweit ist, bin ich halt extremst arm. Also ich tue eigentlich alles außer Essen sehr großzügig managen, dass ich so wenig wie möglich Ausgaben habe. Ja, es generiert halt jetzt gerade momentan auch echt wenig Zuschauer, das Spiel. Leider bin ich jetzt gerade halt wieder relativ. Naja. Also ich nur noch morgens früh ein bisschen spiele und farme. Genau. Und eventuell, wenn es dann wieder spaßiger wird, werde ich dann morgen früh auch aufnehmen. Aber GTA Online ist sowieso für mich einfach halt zu lame. Also vor allem, nicht GTA Online, sondern GTA Roleplay. Aber, was soll ich sagen? Also es ist für mich halt einfach kein Spiel, das ich streamen möchte. Wenn dann wirklich mit Kollegen spielen, mit festem Kontakt, aber wenn die auch nicht spielen wollen, dann will ich natürlich auch nicht spielen. Und alle haben aufgehört. Und wie die angefangen haben. Recht viele. Und so zwei oder drei, die ich ingame kenne, wie zum Beispiel der Eule. Oder auch die anderen. Ich kann mal kurz schauen. Aha. Geht doch mal. Oh Mann! Geht doch mal aus! Weg da! Weg da! Der Kudavi-DB ist leid. Oh, das ist der, der gebannt wurde. Der Eule, glaube ich. Ach, geht doch aus! Wieso kann man nicht lenken, wenn man am Handy ist? Das ist wirklich das Schlimmste. Wenn du angerufen wirst, kannst du nicht steuern. Du machst einen Unfall. Ich finde das so dumm. Also man darf das Handy nicht öffnen, wenn ihr am Fahren seid. Sollen läuten. Aber das mache ich natürlich manchmal, ja, wegen Unerfahrenheit, oder? Weil ich ja nie am Steuer bin. Bin ich dann einfach kurz, oh, ich muss abnehmen, am Handy und mache dann einen kleinen Unfall. Das ist so dumm gemacht. Am Handy kann man trotzdem noch steuern. Man hat noch eine linke Hand. Aber es ist ja eben sehr ablenkend und deshalb ist es ja eigentlich auch verboten im Real Life. Das ist klar. Nur in-game, man bekommt einfach keine Möglichkeit zu steuern. Weil das Handy natürlich ja nicht es zulässt. Ja. Das ist aber, wenn man einen Server aufmacht, aber faul ist. Seit 3 Jahren gab es keine richtigen guten Updates. Ich habe jetzt alle Patch Notes durchgelesen. Ich war echt bestürzt, wie schlecht der Server einfach weitergebaut wird. So, ich habe einfach das Gefühl, ja, die Entwickler wollen nur Geld verdienen und kaum etwas entwickeln. Wirklich, zum Beispiel Phoenix RP hat sich mega verbessert. Ist leider auch immer noch in einer Pre-Alpha-Status-Ding, also. Rechts fahren bitte. Nein. Nein. Oh, du Idiot. Das ist so nicht. Nein. Oh mein Gott.
Ja. Spiele sind halt echt für nichts da. Man kann kaum Rollenspiel, kaum Regeln einhalten. Also eigentlich ist es sehr regellos. Aber die Regeln sind so schwer manchmal und dann kommt man natürlich nicht dran. Was irgendwie etwas. Oh Gottchen. Es waren mehr links als rechts. Wie denn? Wieso denn? Ich glaube, ich schreibe das mal ins Forum. Wieso so viele links fahren? Einfach eine Frage oder so. Ja, gut. Ja, dann bin ich halt auch mal weg. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf ganze Zeit genervt sein ab den Mitspielern. Und ganze Zeit genervt zu sein wegen den Quests. Das ist halt einfach, also, ich habe jetzt so wenig kennengelernt, die einfach auch ein bisschen normal fahren und so. Die meisten sind trotzdem, also, ja, genau die, die schlecht fahren, sind eigentlich nicht meine Freunde. Dafür sind zum Beispiel eben viele Bullen Freunde geworden. Weil ich sie einfach immer wieder treffe, immer angehalten werden. Und das ist natürlich, ja. Ja, gut. Ich gebe es mal auf für kurz. Also, ich weiß nicht, wann ich weiter zocken soll. Aber, ja. Zum Beispiel, das ist auch immer ein Problem, das man hier feststeckt. Längere Zeit. Ich kann einfach, ja, eben, kaum etwas erreichen mit WoW. Schreibt kaum jemand zu. Danke für den, der zugeschaut hat bis jetzt immer. Oder auch nur manchmal. Aber ich sage jetzt einfach mal, momentan kommen halt nicht mehr so viele WoW Livestreams oder Aufnahmen. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Sanitäter, Sie haben die Fahrprüfung geschafft. Ja. Es ist einfach ein Core-Chaos und ich möchte ja eigentlich nicht in einem Chaos leben. Gut. Zum Beispiel so. Was war das denn gerade? Was macht der so ruckelhaft? Ja, ich kann einfach gerade nicht so auf dem Server spielen. Deshalb einfach jeden Tag farmen, bis ich dann hochstufig bin, dass endlich rechts weg ist. Wenn ich dann ein paar Freunde habe oder so, die jetzt wirklich auch mit mir spielen oder so, dann kann ich auch besser mitmachen. Aber ja, das ist natürlich. Entweder einen anderen Server, der viele hier auch bei Rage MP. Wer also eine Idee hat, kommt in meinen Discord-Server. Könnt ihr am besten über YouTube erreichen. In den Videos einfach dort der Server ein, also Server-Einladung annehmen. Und dann seid ihr auf meinem Discord-Server und könnt mir das mitteilen oder direkt bei Discord mitteilen. Oh, alle haben 99 oder 38 oder weniger. Was hat jetzt eigentlich WoW? 90, okay. War auch schon mal bei 999. Und es sind wieder mehr Players drin. Also scheinbar haben sich die Server jetzt so langsam wieder ein bisschen erholt. Also von den Spielen ein bisschen erholt. Also nein, ich meine einfach, dass die Spiele sich wieder einloggen können und so weiter. Aber das ist mir meistens ein bisschen zu nervig, wenn ich dann Crashs habe oder ausgelockt werde von Rockstar und so weiter. Ah, Mr. Vater. Ein Mr. Vater ist da. Und Abfallkoffer. Cool. Jo, also. Ich bleib dran am Server. Aber ja. Ist nicht so oft halt Livestreams wegen, auch wegen dem Minecraft-Server und wegen einfach Lust auf Action-Rollenspiele eher. Also Hack and Slays. Mal schauen, was ich noch streame, aber jetzt gerade momentan, ich weiß nicht, vielleicht Minecraft. Ja, ich werde mal Minecraft nachher streamen, also bis gleich. Tschüss.